Der Festivalsommer läuft, aber dieses Festival, das sticht noch mal richtig hervor. Das sind Drehorgelklänge, die da heute durch Kevela geschallt sind. Drehorgelspieler aus ganz Deutschland sind in die Innenstadt gekommen. Das war wirklich mal eine ganz andere musikalische Kulisse, als man sie sonst in dem Wallfahrtsort gewohnt ist. Jetzt live, Ihre Lokalzeit mit Marc Schulte. Jawohl, schönen guten Abend. Schön, dass Sie auch heute wieder bei uns sind. Die Drehorgel und die Drehorgelmusik sind immaterielles Weltkulturerbe. Es lohnt sich, da mal hinzuhören. Jetzt also das Drehorgelfestival in Kevela. Als Premiere gibt es an diesem Wochenende zum ersten Mal überhaupt. Und das kam heute auch bei den Touristen richtig gut an. Drehorgel spielen und gemeinsam singen, das sind die großen Leidenschaften von Sophia und ihrer Mutter. Sie ist mit ihren 19 Jahren die Jüngste hier und total begeistert von der Drehorgel. Dass man Musik machen kann überall, damit andere Menschen beglückt, ist total schön. Die leuchtenden Augen von den Kindern? Ja. Ja. Oder auch von älteren Leuten oder von allen Leuten. In Lübeck haben wir das gehabt, da ist uns eine Dame fast in die Orgel gefahren. Wir haben Aschenbrödel zum Advent gespielt und sie war so beschwipst, dass sie kaum dahin kommen konnte. War sehr niedlich. Je ne regrette rien ist Sophias Lieblingslied auf der Drehorgel. Der alte Schlager kommt auch bei einigen Jüngeren offenbar gut an. Maria Wessels ist heute extra aus Weeze gekommen, um ihre alten Lieder noch einmal zu hören. Ich bin so gerührt. Ich genieße das. Ich habe mir extra den Tag freigenommen. Oh, schön. Ja, ja, in meinem Alter, ich gehe auf die 100 zu. Was heißt da freigenommen? Man macht in der die Zeit Dinge, geschaffen. Die einem wichtig sind. Genau. Das war mir wichtig. Das ist schön. Ja. Verteilt über die ganze Innenstadt von Kevela gibt es heute Drehorgelmusik. 31 Spieler aus ganz Deutschland sind gekommen. Eine absolute Rarität ist diese Drehorgel aus dem Schwarzwald. Seit dem 19. Jahrhundert wird hier zur Musik auch noch getanzt. Und zwar nicht von irgendwem. Napoleon mit dem Herrn von Metternich, der Einmarsch der Türken, die singenden und tanzenden Leute und ja, der kleine Schalk im Nacken. Alle sind noch da, damals und heute. Und wenn man jetzt irgendwie Helene Fischer einlegt, dann würden die auch dazu tanzen? Ja, das könnten die. Ja, klar, natürlich. Die tanzen auf alles. Beim Blick auf die Orgel von Wolfgang Brommer wird schnell klar, warum die Drehorgel immaterielles UNESCO-Weltkulturerbe ist. Heike Rath hat die Veranstaltung in Kevela auf die Beine gestellt. Sie ist heute sehr erleichtert, dass alles so reibungslos geklappt hat. Und für die Zukunft hat sie Großes vor. Vor allen Dingen haben wir so viele Anfragen von Drehorgelspielern noch aus dem gesamten Bundesgebiet bekommen, die gerne kommen würden, dass sich vielleicht auch mal eine Wallfahrt für Drehorgelspieler. Dann hätten wir vielleicht mit der Wallfahrtsleitung noch mal so ein Thema, dass mehrere kommen könnten. Das Drehorgelfestival geht morgen in die nächste Runde, dann mit einem Konzert in der Marienbasilika.